Hallo und herzlich willkommen bei Ahnenforschung Doberger und einem neuen Video zum Thema Online-Kirchenbuchportale. Mein Name ist Christian Doberger und heute geht es um das Archiv Dreibonn, zu Deutsch Wittingau. Hier vor euch seht ihr bei Familie Austria die Karte von Tschechien und farblich eingetragen sind alle Archivbereiche, die es gibt. Und Dreibonn-Wittingau, das ist dieses südböhmische, beige Gebiet hier. Hier dieser ganz östliche Teil liegt noch in Mähren und ich stelle ja die Gebiete gerne mit einer kleinen Geschichte vor, auch von eigenen Vorfahren und das mache ich heute auch. Und zwar geht es um einen Heiratseintrag aus dem Jahr 1711, den ich euch zeigen möchte und zwar im Ort Pakowice. Das hier ist die Seite mappy.cz. Das ist eine Online-Kartenseite wie Google Maps. Ich finde es aber persönlich hier sympathischer, vor allem weil ich hier auf eine historische Karte umstellen kann. Und Pakowice, muss man suchen, das ist dieser Ort hier, gehört zur Pfarre Desna. Und der Matthias Tobolka, der hier geheiratet hat, der stammt aus dem Ort Radotitzer. Und das Interessante hier ist, hier unten ist die Landesgrenze zu Österreich, und zwar genauer gesagt das nördliche Waldviertel. Ihr habt hier Weikertschlag an der Theia und ein Stückchen weiter östlich müsste dann Wormers. Noch ein Stückchen weiter. Okay, das ist jetzt blöd, aber hier müsste irgendwo Merthofen an der Theia liegen. Die Theia ist hier, da haben wir Waldkirchen. Hier ist Raps. Hier ist Merthofen an der Theia. Gut, wir sind aber jetzt hier in Tschechien und nicht eingezeichnet, hier ist noch eine andere Grenze und zwar während Pakowice und dieser Bereich hier zum Archivbereich Trebon gehört, ist Radotice und Eratice und das hier alles gehört zum Archivbereich Brünn und der Plattform Acta Publica. Und jetzt ist es tatsächlich der Fall, dass dieser Matthias den Archivbereich gewechselt hat. Das hat er damals da nicht gewusst. Da gab es diese Einteilung noch nicht. Aber bei euren Recherchen, wenn ihr da am Grenzgebiet seid, dann auch immer mitbedenken, dass ihr auch in den angrenzenden Gebieten sucht. Ich habe hier auch einfach bei gut Glück hineingeschaut, ob ich was finde und habe dann tatsächlich einen Eintrag gefunden. Ja, wenn ihr nicht wisst, zu welcher Pfarre eure Orte gehören und dadurch auch nicht wisst, in welchen Archivbereich, dann lege ich euch noch die Seite gendim.at ans Herz. Da müsst ihr euch zwar einen Account anlegen, aber der kostet nichts. Und hier gibt es ein Ortsverzeichnis. Und wenn ich hier jetzt Backowice eintippe, wird das gleich hervorgehoben. Hier braucht ihr keine diakritischen Zeichen eintippen, was recht angenehm ist. Zumindest für Deutschsprachige. Hier seht ihr schon eine kleine Übersicht. Die zuständige Pfarre ist Desna, das Kronland ist Mähren. Und früher hieß er hier Batschkowitz. Wenn ich hier jetzt auf die historische Karte umstelle, dann sehe ich allerdings, wo haben wir es jetzt wieder? Dass hier Bakowitz steht. Jetzt kann ich wieder auf die heutige umstellen, also Bakowitzer. Wenn ihr hier auf dieses Symbol klickt, kommt ihr zur Detailansicht. Wann beginnen die Matriken? Zu welchem Bezirk, politischen Bezirk gehört es und ganz wichtig, in welchem Archivbereich findet ihr die Matriken? Ich da jetzt draufklicke, werde ich gleich weitergeleitet auf die Startseite des Archivs Trebon oder zu Deutsch Wittingau. Hier auf der linken Seite sind alle Materialien aufgelistet, die es gibt, nach also den jeweiligen Kategorien. Gibt es Urbare, Mannschaftsbücher, Handschriften, Grundbücher etc. Und eben auch die Matriken. Also, die werden in Österreich Kirchenbücher genannt. In der Schweiz
bildet, dann werden das die Röhren. Wenn ich jetzt draufklicke, komme ich auf die Übersicht nach den jeweiligen Konfessionen. Mein Matthias war Katholik. Und wir wissen ja, Bakowice gehört zur Pfarre Desna und das beginnt mit einem D. Also klicke ich hier auf D. Desna ist ja gleich auf dem zweiten Platz. Und schon haben wir die Übersicht über alle Kirchenbücher, die es zu dieser Pfarre gibt. Hier unten sogar noch diejenigen, die noch nicht digitalisiert sind, da sie noch bei den Bezirksgerichten oder den Standesämtern liegen. Und noch. Aber hier sehen wir dann, wann diese Matriken übernommen werden. Das ist das früheste Buch von dieser Liste, erscheint erst 2020. Also kann man vielleicht davon ausgehen, dass es 2021 dann digitalisiert ist, und es handelt sich dabei um Geburten von 1891 bis 1918 und enthält Einträge für diese Orte hier. Ja, GTS, das ist auf Deutsch, steht für Geburten, Trauungen und Sterbefälle. Bei Acta Publica zum Beispiel findet ihr hier, selbst wenn ihr dort auf Deutsch umstellt, nur die tschechischen Kürzeln. Hier oben haben wir nochmal die deutschen und die wären dann entsprechend N, O und Z. Aber das merkt man sicherlich recht schnell. Ja, die Heirat, die ich euch zeigen möchte, den Eintrag, der stammt aus dem Jahr 1711. Also brauchen wir dieses Buch hier, weil das geht von 1657 bis 1729. Das wäre jetzt die erste Seite aus dem Jahr 1624. Und hier sehen wir, der Eintrag ist auf Latein. Hier oben. Hier unten ist er wieder auf Deutsch. Und das Witzige ist, wenn man sich dann die Einträge hier durchliest, die sind dann auch noch im damaligen lokalen Dialekt geschrieben. Wir brauchen aber jetzt den Heiratseintrag aus dem Jahr 1711 und der ist auf Seite 274. Ja, bitte, wenn ihr Quellenangaben angebt, dann nehmt bitte nicht diese Zahl hier unten, sondern die aus dem Buch. Die findet sich in dem hier unten. Manchmal finden sie sich auch ganz oben. Manchmal auch oben und unten. Da müsst ihr euch für eins entscheiden. Aber dann solltet ihr das dann immer beibehalten. Immer das Gleiche. Gut, wir haben hier jetzt den Eintrag, den ich euch zeigen möchte. Am 3. Februar 1711 ist kopuliert worden Matthias Dobolgo von Radoditz mit Christina Siersenbeckin. So, das da ist im Dialekt. In späterer Zeit wird der Name dann Süßenberg geschrieben. Und zwar von Matzkowitz. Testes, das sind die Trauzeugen. Der Wenzel Prester von Matzkowitz und Melchert Lustig von Elditz. Gut, Elditz ist jetzt mal ein Ort, der mir eigentlich gar nichts sagt und ich habe ihn bisher auch noch nicht gefunden. Ich habe allerdings auch noch nicht sehr intensiv danach gesucht. Wenn ihr hier auf Beschreibung geht, seht ihr dann alle Orte, die zu dieser Pfarre gehören, und Elditz ist nicht dabei. Wenn ich hier auf Historisch ändere, haben wir hier in der Gegend auch irgendwie kein Elditz. Da haben wir ein Plospitz. Ja, Elditz kommt aus irgendeiner Nachbarpfarre und kann auch 20 Kilometer entfernt liegen. Da schaut man dann ein bisschen. Aber wie ihr hier gesehen habt, da wieder auf Anschauen gehe, komme ich wieder zurück auf den Matrikeneintrag, sind diese Ortsnamen anders geschrieben als die, die wir auf der Karte sehen. Und noch dazu, bei Watzkowitz haben wir ein W und kein B. Ich stelle jetzt wieder auf die heutige um. Da gab es dann irgendwann zwischen 1700 und 1750, also in diesem, oder spätestens bis 1750, eine Lautverschiebung in vom W zum B. Und diesen Dobolgo gibt es bei den Taufanträgen seiner Kinder, wird er manchmal auch Dobolko genannt. Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass in der Pfarre Desna damals ein deutschsprachiger Pfarrer war, der kein Tschechisch gesprochen hat, und der Matthias aber der tschechischen Volksgruppe angehört hat und von Radoditz nach Bakowice geheiratet hat und
Der Pfarrer hat dann das aufgeschrieben, was er gehört hat. Gut, was gibt's hier noch? Unter Ansichten könntet ihr noch einmal navigieren. Ich finde aber, dass diese Navigation hier unten viel praktischer ist. Unter Beschreibung kommt ihr zu den Metadaten. Welche Inventarnummer hat das Buch? Oder Bestandsverzeichnisnummer? Was davon jetzt die Signatur ist? Okay, ist eigentlich egal. Ich schreibe dann immer gern hin: Fahre Desna, G, TS und dann von wann bis wann. Das ist ein bisschen ungut hier, weil die Laufzeiten alle unterschiedlich sind. Also vom Beginn an. Aber so unten die Seitenanzahl, die es hier unten gibt. Und so komme ich auch zu einer guten Quellenangabe. Hier auf Navigation kommt ihr dann wieder zurück auf die Übersicht mit den Matrikenbüchern der Pfarre. Und wenn ich da jetzt draufklicke, klappt das alles wieder zu. Und ihr könnt jetzt zum Beispiel auch dann in anderen Bereichen nachschauen. Da gibt es noch nicht so viel. Und vor allem, ihr müsst, wenn ihr nicht wisst, in welchem politischen Bezirk oder zu welcher Grundherrschaft euer Ort gehört hat, einfach alles durchgehen und schauen, ob Bakowice oder Desna da irgendwo zu finden ist. Wenn ihr was findet, ist möglich, dass ihr dann sogar noch etwas über eure Vorfahren oder deren Verwandten findet. Es muss aber nicht sein. Also das einfach jetzt, probiert das einfach aus. Schaut, ob es was gibt. Wenn ja, ist es gut. Wenn nicht, muss man wahrscheinlich entweder noch ein bisschen geduldig sein, bis Nachschub kommt. Es kann natürlich auch sein, dass sich gerade von euren Vorfahren dann eben nichts erhalten hat. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dass ihr euch jetzt hier gut zurechtfindet, dass ihr mal wisst, wie so ein Online-Archiv funktioniert, was es hier dann zu lesen gibt, zum Recherchieren gibt. Wenn noch Fragen offen sind oder Hinweise, Berichtigungen oder auch Wünsche, dann hinterlasst mir einen Kommentar. Auch gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr einen Account bei YouTube habt. Oder wenn ihr könnt mich auch erreichen, indem ihr mir eine E-Mail schreibt oder ich bin bei Facebook. Wenn ihr mir dort eine Freundschaftsanfrage schickt, dann können wir auch im Messenger plaudern. Ihr findet mich aber auch auf Twitter und ich würde mich freuen, wenn ich von euch was höre. Und ansonsten hoffe ich, also bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. Tschüss!